Hey Leute und willkommen zurück zu Rust. Heute geht's um While-Schleifen. Und While-Schleifen sind tatsächlich die ersten Konstrukte, die euch ermöglichen, einen Code mehrmals auszuführen, also wirklich mehr als einmal. Wir hatten bei der if das Problem, wir haben hier irgendwas überprüft, Test nenne ich es jetzt einfach mal, und dann hatten wir hier diesen komischen Code zwischendrin, der irgendwas gemacht hat. Aber wir konnten es nur einmal ausführen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, einen gewissen Teil von Code mehr als einmal auszuführen. Und das Schlüsselwort dazu ist while. Hier sagen wir dann einfach, okay, jetzt brauchen wir wieder so eine komische Bedingung. Wie gesagt, dazu gibt es ein eigenes Video irgendwann demnächst mal. Genau, schaut da einfach nach, wenn ihr sie nicht ganz verstanden habt. Aber für den Anfang reicht, glaube ich, wenn wir sagen, wir überprüfen hier, ist die Zahl gleich 42. Und solange die Zahl 42 ist, führen wir diese Schleife aus. Also alles, was hier drin steht. Print, ln, Ausrufezeichen und irgendwas hier reinschreiben. Irgendwas. So. Und jetzt müssen wir aber aufpassen. Wir verändern die Zahl 42 nirgends. Das heißt, die Zahl ist immer 42. Naja, wir dürfen sie ja nicht mal verändern. Weil wir hier nicht Mut hingeschrieben haben. Und deswegen müssen wir hier unbedingt einen Mut reinschreiben, wenn wir hier irgendwas damit überprüfen wollen. Und was das macht, ist folgendes: Wir prüfen hier, ist die Zahl gleich 42, wie bei der if auch. Falls ja, führen wir diesen Code aus. Und wenn wir hier unten angelangt sind, dann gehen wir nicht einfach hier unten weiter, also da, wo jetzt der Cursor ist, sondern wir springen wieder nach oben zur while und überprüfen wieder, ist die Zahl 42? Ja, ist sie immer noch. Also führen wir den Code nochmal aus. Und ihr seht, was passiert. Wir landen wieder hier, führen es wieder aus, und das machen wir unendlich oft. Und ja, dabei schießen wir unseren PC höchstwahrscheinlich ab und die Welt explodiert. Aber das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen sagen wir hier, ja, was sagen wir denn hier? Wir verändern die Bedingung hier oben einfach ein bisschen und sagen, okay, die Zahl muss nicht gleich 42 sein, sondern sie muss größer als 0 sein. Okay. Das ist logischerweise auch ein Wahrheitswert. Also wir gucken, ist die Zahl, die wir hier oben angegeben haben, größer als 0? Naja, das sollte sie wohl sein, wenn sie 42 ist. Okay, und dann sagen wir hier Zahl gleich Zahl minus 1. Das bedeutet, wir schreiben in die Zahl, also in diesen Wert hier, schreiben wir einen neuen Wert rein, der dem entspricht, was davor drin stand, nur um 1 kleiner ist. Und was das jetzt macht, ich würde sagen, wir schreiben hier tatsächlich dann mal. Die Zahl auch raus, damit wir sehen, was passiert. Wir nehmen uns diese Zahl, gucken, ist sie größer 0, okay, dann geben wir sie aus und verringern sie um 1. Und dann springen wir wieder nach oben. Und jetzt, was wir haben, ist, wir werden diese Schleife ein paar Mal ausführen, aber irgendwann, weil wir setzen sie ja immer auf 1 kleiner, und 42 minus 1 ist 41, 41 minus 1 ist 40 und so weiter und so fort, aber irgendwann landen wir dabei, dass die Zahl gleich 0 ist. Und wenn die Zahl 0 ist, dann ist die Zahl logischerweise nicht mehr größer als 0. Also sagen wir, okay, der Code wird nicht ausgeführt und wir springen direkt ans Ende und machen weiter. So. Ich bilde es jetzt mal und dann können wir starten. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was passiert ist. Wir fangen hier oben an mit der Zahl 42. Das ist der erste Durchlauf. Und die Zahl ist logischerweise größer als 0. Also 42 ist größer als 0. Also verringern wir die Zahl um 1, schreiben den neuen Wert hier rein und prüfen wieder, ist 41 größer als 0? Ja, ist es. Und so weiter und so fort, bis wir dann irgendwann hier unten landen. Ist 3 größer als 0? Ja. Also schreiben wir 3 raus und verringern zum 1. Ist 2 größer als 0? Ja, also schreiben wir 2 und verringern zum 1. Ist 1 größer als 0? Ja, dieses Mal ist das letzte Mal. Und dieses Mal schreiben wir 1 raus und dann verringern wir um 1. Und dann sind wir hier bei Zahl gleich 0. Und dann ist die Bedingung hier oben nicht mehr wahr und wir springen unten einfach wieder raus. So einfach ist das. Jetzt, was passiert, wenn ich hier irgendwie aus Versehen was mache, was immer wahr ist? Zum Beispiel sage ich, ist die Zahl kleiner als 43? Naja, was da jetzt passiert ist, wir kriegen eine Endlosschleife und das bedeutet, wir werden hier unendlich lange Code ausführen, und es sieht dann so aus.
ziemlich witzig. Wir führen hier jetzt quasi den Code, der hier in dieser While-Schleife steht, unendlich mal aus und wir printen jedes Mal diese Zahl. Und da wir die Bedingung hier niemals auf falsch kriegen, wird dieser Code unendlich oft weitergeführt. Achtung für die fortgeschrittenen Leute unter euch, dass es jetzt nur bedingt war. Irgendwann kriegen wir einen Overflow und die Zahl ist doch größer als 43. Deswegen irgendwann terminiert das Ganze, aber es dauert ganz schön lange. So, und meine Konsole regt sich auch gerade schon auf, deswegen lassen wir das jetzt. Okay, aber so eine Unendlich-Schleife kann man auch einfacher produzieren. Manchmal möchte man unendliche Schleifen haben, zum Beispiel in Spielen oder sowas. Da möchte man ja, dass das Bild immer neu erstellt wird. Sprich, wir wollen, dass dieses Bild tatsächlich immer erneuert wird und für immer quasi. Außer wir beenden das Spiel. Und deswegen schreiben wir hier einfach Loop. Loop ist auch ein Schlüsselwort und das braucht einfach auch keine Bedingung. Das bedeutet, wir führen das, was hier drin steht, einfach unendlich mal aus. Ja, und das ist dann auch schon alles, was wir dazu brauchen. Wir sagen hier auf Build und führen es aus und macht quasi genau dasselbe. Ja, also so macht man Endlosschleifen gezielt. Ihr könnt auch einfach schreiben, while, und dann hier schreiben wir einfach false rein. True rein, upsala. While true bedeutet auch, solange wahr ist, führen wir den Code aus, aber das macht im Prinzip genau dasselbe, nur dass es euch hier, ist ja nett, dass es euch sogar eine Warnung gibt. Okay, also es macht im Prinzip genau dasselbe wie Loop, nur dass ihr hier eine Warnung kriegt und so sieht es vielleicht angenehmer aus, ohne Warnung. Gut. Ja, so funktionieren Schleifen zunächst einmal. Und im nächsten Video möchte ich euch die Vorschleife zeigen. Die macht es dann ein bisschen anders, aber ja, lasst mich euch da einfach langsam ranführen. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen mit den Endlosschleifen, den Wildschleifen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.